Wir sind auf dem Weg nach New York. Zum Videodreh. Für Baba Beluga und Erste Liebe. Wir werden beide Videos in New York drehen. Eins auf Coney Island, das andere in Manhattan. Ja, Jan ist auf jeden Fall sehr sinn beschäftigt. Am Flughafen. Ja, echt? Echt? Krass. Wir müssen irgendwie alles abgeben gleich. Wir hoffen, dass wir den mitkriegen. Wir haben auch alle Englisch geübt. Es geht wieder los. Übrigens, was ich euch allen mal sagen kann, die jetzt zuschauen, was ganz schlimm ist am Flughafen, wenn man ganz laut das Wort sagt. Was? Bombe. Gar nicht gut. Habe ich vorhin gemacht, nicht cool. Ja, Leute, es geht nach New York, man, Videodreh und so. Lange Pause gehabt. Ja, jetzt geht's wieder los. Und ich bin stolz, hier irgendwo nach New York zu fliegen. Zu dürfen und so. Ihr wisst ja, wie es meint. Und ja, wird auf jeden Fall geil. Wir haben alles dabei. Manager, die zwei Kackhaufen, Vögel, wie man sie auch nicht mehr nennen will. Ja, und es wird geil. Bis bald. Verlassen. Ja, was? Verlassen die EU. Verlassen die EU und betreten internationales Gelände. Die EU verlassen wir, Mann. Ich hab mich gerade so an Euro gewöhnt. Ich auch. Aber jetzt Dollar. Benjamin, Baby. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier rein. Der guckt auch schon ganz grimmig da vorne. Deshalb mach ich das Ding mal lieber aus. Chill. Sollen wir kurz mal unsere Reisepässe zeigen? So, wir sind als erstes durchgekommen. Wir sind von der Kripo. Sachi und Sachi. Sachi und Sachi. CJ haben sie leider kurz festgenommen, aber der ist jetzt auch da. Ich hab das Zeug wieder versteckt. Ihr wisst, was ich meine. So, wie heißt das Bild? Das können wir jetzt kurz. Ich muss einmal das Bild zeigen. Charlie. Also, Steve erzählt uns jetzt die Geschichte. Also, wir haben uns alle was eben am Flughafen zu essen gekauft. Ich habe mir ein Brezel gekauft und habe gedacht, da ist schon ein Schock angesagt, weil der kostet 1,80. Bei meiner Mutter in der Bäckerei 40 Cent. Für mich nix. Für mich nix. Aber es kommt noch besser. Den frisch gepressten 100%igen Orangensaft. Was geschehen? Wir rechnen sie hier mit 4,60 €. Passt für Ume. Ich werde mir das öffnen. Das schmeckt wie der Maldi. Ich kann euch leider nichts abgeben. Köstlich. Sicherheitskontrolle Nummer 12. Also wie auch im letzten Podcast gibt es auch in diesem wieder ein kleines Ratespiel. Im letzten Podcast wurde ein Mann gesucht. Das ist auch dieses Mal wieder so. Wir suchen dieses Mal wieder einen Mann. Ich werde jetzt ein paar kurze Tipps geben und ihr müsst natürlich wieder erraten, wer ist dieser Mann, und schreibt eine E-Mail an info@rapsoul.de. Was ihr gewinnen könnt, suchen wir uns noch aus. Vielleicht, weiß ich nicht, ein Flug nach New York. Ein Flug nach New York, vielleicht. Vielleicht aber auch nur eine Autogrammkarte. Oder irgendein kleines Präsent aus New York. Auf jeden Fall wird gesucht ein Mann. Ein Präsent aus New York. Ihr bringt was aus New York mit. Wir bringen was aus New York mit. Gesucht wird ein Mann, der als kleiner Randhinweis die Hip-Hop-Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Der aber komischerweise jetzt nur noch Anzüge trägt, obwohl er früher immer Air Max, Jeans und Cap getragen hat. Noch dazu kann man sagen, er ist ein begnadeter Sänger. Er singt fast besser als DJ. Er hat zum Beispiel Lieder geschrieben wie an der Stimme kann man auch ein bisschen erkennen, wer das vielleicht sein kann. Oder ja, und noch ein ganz kleiner Tipp. In seinem letzten Video hatte er seinen Kopf in dem Arsch eines Elefanten. Ja? Und sein Kopf wurde dann auch rausgeschissen. Genau. Sein Kopf wurde auch wieder schön rausgeschissen von dem Elefanten. Man hat also nur noch so einen kleinen Fleck gesehen. Ja. Er trägt gerne Hut. Fängt gerne Schellen. Achso, und genau, ich hab noch was Gutes. Hat immer den gleichen Anzug an. Also, wer diesen Typ gesehen hat, beziehungsweise uns sagen kann, wie er heißt. Er hat auch mehrere Künstler. Im Moment nur unter einem Künstlernamen bekannt, den suchen wir. Es gibt aber, glaube ich, auch mehrere.
Meldet uns den Künstlernamen und ihr gewinnt ein Präsent aus New York. Das wir ich muss noch sagen, er heißt fast so einer wie einer von uns aus der Welt. Ja, genau, so ein kleiner Tipp. CJ, gibt noch diesen kleinen Tipp. Gibt noch einen kleinen Tipp. Dieser junge, hässliche Mann hat auch einen Vornamen wie einer aus unserer Band. Also, ein kleiner Tipp, ich bin's nicht. Also, ratet, wer es ist. Schreibt uns eine E-Mail an info@websoul.de und werdet reich.